Die Landesmeisterschaften im Amateurboxen sind für die Boxerinnen und Boxer der sportliche Höhepunkt eines Jahres. Erstmals konnte der Boxclub Helpra gemeinsam mit dem SSV Eisleben in der Sporthalle im Wiesenweg diese Landesmeisterschaften austragen. In den Ring traten an zwei Tagen Schüler, Kadetten, Junioren, Jugend und Elite. Für die Landesmeisterschaften mussten sich die Sportler und Sportlerinnen vorab qualifizieren. Dies geschah unter anderem am 11. und 12. März in Schkopau. Der Samstag in Eisleben, den wir mit der Kamera besuchten, hatte verschiedene Finale und Halbfinale auf dem Programm und setzte damit das vorangegangene Wettkampfwochenende in Schkopau fort. Der Wettkampf startete, außer der Wertung, mit einem Sparringskampf. Auch das sei für die jungen Boxerinnen und Boxer wichtig, betonte Timo Hoffmann vom Boxclub Helpra. So können sie Erfahrungen sammeln und im Wettkampfgeschehen auch mit den Reaktionen des Publikums umgehen lernen. Mit dem Dank an Helfer, Unterstützer und Sponsoren eröffnete Timo Hoffmann dann den ersten Wettkampftag. Auch der Landesverband Boxen brachte die Freude über die aufgenommenen Turniere in der Eisleber-Region zum Ausdruck. Man hoffe, dass Eisleben im Boxsport wieder Fahrt aufnimmt und weitere Turniere austragen wird. Dann hieß es ringfrei für den ersten Wertungskampf. Gelistet als Rahmenkampf bestritten diesen die Schülerinnen Pauline Müller vom Boxclub Helpra in der roten Ecke und Charlotte Fischer vom ABC Freiburg in der blauen Ecke. Charlotte Fischer startete gut in den Kampf und konnte bereits in der ersten Runde treffsicher ihre Gegnerin in Schach halten. Auch in der zweiten und dritten Runde zeigte Charlotte Fischer ihre Schlagkraft und ließ der Helpraerin kaum Luft zum Erholen. So ging der Sieg nach Punkten deutlich an die Freiburgerin. Das erste Finale trugen die Kadetten Alexander Blankenfeld vom 1. BC Altmark Stendal in der roten Ecke und Mohammadi Schöp vom ISK Halle in der blauen Ecke aus. In der Gewichtsklasse bis 36 Kilogramm zeigten die beiden jungen Boxer bereits einen sauberen, ordentlichen Boxkampf. Ja, Thank you.
Mohammadi boxte von Anfang an sehr kontrolliert und übersichtlich. Alexander zeigte in Runde 2 und 3 auch einige gute Treffer. Den Sieg nach Punkten musste er jedoch dem Sportler vom ISK Halle überlassen. Für die rote Ecke trat im nächsten Rahmenkampf wieder ein Boxer vom BC Helbra an. Erik Wendenburg in der Gewichtsklasse bis 57 Kilo konnte über 3 Runden seinen Gegner Renat Protschenko vom ISK Halle gut in Schach halten. Der Sieg nach Punkten ging somit an den Boxclub Helbra. Ein kurzer Kampf sollte es für die beiden Boxer im B-Finale der Kadetten in der Gewichtsklasse bis 46 Kilo werden. Joel Röder für 8M die Sporthalle in der blauen Ecke konnte seinem Gegner Mohamed Omerovic für die SG Chemie Bitterfeld in der roten Ecke nichts entgegensetzen. Nachdem Rödel in den ersten Sekunden bereits einige harte Treffer einstecken musste und zweimal angezählt wurde, entschied der Ringrichter auf RSC. Dies bedeutet, dass ein Sportler dem anderen so sehr überlegen ist, dass ein sinnvoller Kampf nicht möglich ist. Der Ringrichter fällt dann dieses Urteil, um den unterlegenen Sportler zu schützen. Für die Zuschauer in der Sporthalle war das Halbfinale der Jugend sicher am interessantesten. Hier standen sich für die rote Ecke Ibrahim Aran vom Boxclub Helbra und für die blaue Ecke der Sangerhäuser Max Müller gegenüber. Ibrahim Aran schaffte den Sieg nach Punkten und konnte sich damit für das Finale qualifizieren. Schauen wir abschließend in ein paar Szenen des Kampfes. Jawohl.
Siegender Punkt in die rote Ecke, Ivan Spahn.